So, liebe Leute, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier gefangen und müssen darauf achten, dass wir nicht von diesem Hurensohn erwischt werden. Ich habe jetzt natürlich weniger Angst, weil ich weiß, dass der Typ da gleich an die Tür klopft. Und einfach mal hoffe, dass er uns trotzdem nicht erwischt. Und trotzdem geht mein Puls assi hoch. Es ist unglaublich, Alter. Das Spiel schafft einen echt. Das Spiel macht mich fertig. Es kommt. Ich hab das doch eben noch quietscht. Okay. Ganz langsam. Es scheint weg zu sein. Es scheint weg zu sein. Es scheint weg zu sein. Und ich kann jetzt hier hinten hin, oder wie? Na super. Dann lass mich mal, bitte. Und lass mich einfach... Hier bin ich letztes Mal gestorben, ne? Oh Gott. Ich bin ganz lieb. Hey, Alter, ich hab so viel Schiss. Alter, es ist zu viel, es ist mir zu viel. 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 Man hört es noch ein bisschen quietschen. Das Quietschen, das ist ja das Viech. Es ist eigentlich so, ich schließe jetzt gerade ab mit meinem Spielcharakter. Wenn ich wieder draufgehen werde, es ist ja nur ein Spiel. Aber aktuell schafft's mich.
Sag mir ja, dass das Viech die ganze Zeit nicht da war. Jetzt habe ich da Ewigkeiten ausgeharrt. Die Musik ist mir zu... Ich komme, ja komm, jetzt hau ich einfach hier rein. Jetzt gehe ich einfach nach vorne. Was soll denn schon passieren? Ich übertöne einfach die Musik mit meiner Stimme. La la la, alles ist super. Und alles ist schön und nichts passiert mit mir und ich werde einfach gucken, wo das Viech jetzt steht oder auf mich wartet oder mich umbringt oder was auch immer. Was soll denn schon passieren? Ist doch alles egal, oder? Ich habe trotzdem Angst. Trotzdem Angst. Da steht ein Viech! Da steht da. Es steht da! Es steht da! Es steht da! Es wartet auf mich! Es wartet auf mich! Das Scheißviech wartet auf mich! Put, Scheißviech! Fuck, mein Puls ist hoch. Bum, 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 bum. Ah, ich habe eine Idee. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Das war's, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Es kommt hinter mir her, es wird mich schlagen, es wird mich töten. Ich bin tot. 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 Ich bin so gut wie tot. Ich bin nicht tot. Ich bin tot! Oh, 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 oh. Ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Ich bin doch nicht tot. Ich siege. Ich siege. Ich siege. Der Schweiß läuft mir die Achseln runter, aber ich siege. Ich siege. Ich siege. Verdammt nochmal, ich siege. Und ich bin durch. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Yes! Kanalisation überlebt. Und weiter geht's mit dem Horror. Ich habe noch 7 Minuten Zeit. Und Blut liegt hier. Und ich bin so gut wie tot. Ja, es ist schön. So, wo ist die Tür offen? Da hinten ist die Tür offen. Ich zittere am ganzen Leib, Alter. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Hier haben wir anscheinend eine Art Rückzugsort. Ey, Alter. So bitter hier, ich überdrehe die Maus übelst. So, gut. Nein, da gehe ich nicht rein. Ich gucke mir jetzt einfach alles mal an. Das wird alles in irgendwelche Gemäuer, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das rührt sich nicht. Dann legen wir einfach mal einen fetten Steinklotz davor, dann rührt es sich überhaupt nicht mehr. Fett war er jetzt nicht, aber trotzdem. Heißt also, ich muss jetzt in eine von den beiden rein. Ene mene Miste, ich finger nicht, ich fiste. Ene mene Mac, dich reiß ich jetzt hier weg. Gut, du bist draußen. Okay. Okay, es war eine gute Entscheidung, hier reinzugehen. Es war eine sehr gute Entscheidung. 9. August 1839. I can't stop
sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay, heißt also, Danny ist in einer ziemlich gefickten Position, um es rüde auszudrücken. Etwas muss mit der scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. Und dazu muss ich daraufhin in den anderen Raum rüber. Zwei Hebel. Und deswegen muss ich wahrscheinlich rüber in den anderen Raum, genau. In den, der eben kaputt gegangen ist. In den, den ich eben ausgewählt habe, nicht hineinzugehen. Fuck, Alter. Das ist mir zu bitter. Habe ich da jemanden rülpsen gehört? Klaus Dieter, das geht so nicht. Ich habe 20 Zünderbüchsen, da kann ich ordentlich raushauen. Ich lasse alle Türen jetzt offen. Okay. Dann mache ich die hier an. Und mache auch die hier an. Die mache ich nicht an. Aber die da mache ich an. Ich kann mich hier verstecken, wenn was sein sollte. Dann könnte ich mich doch eigentlich hier unter der Treppe verstecken, oder? Vor allem, weil ich hier auch nicht verrückt werde. Das ist episch, Alter. Das ist eine super Hiding Position. Full tactical. You know what I mean, man. Deswegen schiebe ich mal das Fass hier beiseite, dorthin. Dass ich hier dann einfach nur zumachen kann. Und da rein. Außer wenn das Monster schlau ist, was ich aber befürchte, weil ihr habt es ja in der Folge 21 gesehen. Das eine Monster mit diesem Schwert als Arm hatte ja eine richtige halbierte Fresse. Deswegen kann es schon mal nicht sein, dass das Gehirn da noch irgendwas leisten soll. Vermute ich einfach mal und ich werde geblendet. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Die Fragen von einem Typ, der fast im Koma liegt. Aber ich muss euch enttäuschen. Die Zeit ist hier leider rum. Oh, wie schade. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt ganz ehrlich. Ich werde noch eine weitere Folge aufnehmen. Voll motiviert. Dann werden wir uns dann diese Tür nähern und sie aufmachen und dann wahrscheinlich durch ein Monster getötet werden, was direkt dahinter steht. Aber gut. Bis dann.